Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute sind wir bei der Angermayer Trachtennacht in München und wir wollen wissen, was sind die schlimmsten Erlebnisse der Promis hier heute, also auf der Wiesn, was erlebt haben, was gemacht haben. Ich weiß es nicht, wir fragen nach und ich hoffe, wir können richtig schön aus dem Nähkästchen plaudern. Sebastian, sag mal, was war dein schlimmstes Wiesnerlebnis? Ja gut, also da muss man jetzt differenzieren. Sprichst du jetzt auf den Alkoholkonsum an oder aber auf das Schlimmste, was ich außerhalb der Zelte erlebt habe oder innerhalb eines Zeltes oder da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir nehmen mal das, was sich am meisten betroffen hat. Ja, am meisten betroffen macht mich ja eigentlich jedes Jahr, wenn ich sehe, wie dann von außerhalb die Touristen reinkommen, meinen, sie müssten also unbedingt auftrumpfen wie ein echter Bayer oder zumindest ansatzweise diesen Look mitmachen und kommen dann mit diesen Disco-Dirndeln daher, die du also am Hauptbahnhof für 19,50 Euro kriegst. Das war keine Werbung übrigens hier. Nee, 0,0. Ganz im Gegenteil. Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Man kann ihnen ja eigentlich keinen Vorwurf machen. Ne? Die wollen dann irgendwo mitmachen und wollen dabei sein. Ich bin auch kein gebürtiger Bayer, kein Münchner, aber ich gebe mir zumindest Mühe und schmeiße mich in ein ordentliches Gewand, damit ich auch ordentlich aussehe. Und damit auch die Bayern sagen, hey Mensch, der Preuße kann trotzdem einigermaßen optisch mithalten. Sag mal, Astrid, was war dein schlimmstes Wiesnerlebnis? Oh, da gab es einige. Das Schlimmste wollen wir wissen. Also ich kann mich erinnern, ich war ein ganz junges Mädchen. Da war ich mal beim Schottenhammel und hatte ein wunderschönes Dirndl an. Natürlich damals noch nicht von mir. Und da hat mir einer wirklich den ganzen Maskrug über mein schönes Seidendirndl damals gegossen. Wahrscheinlich habe ich mir gedacht, darum muss ich Dirndl designen und habe inzwischen natürlich eine ganze Menge hängen. Aber deine Dirndl vertragen auch kein Maß. Dann wünsche ich, dass dieses Jahr der Dirndl trocken bleibt. Ja, das wünsche ich mir auch. Sag mal, was war dein schlimmstes Wiesnerlebnis? Im Leben? Ja. Das schlimmste Wiesnerlebnis war, wie ich einmal meine Lieblingsbedienungen auf der Wiesn nicht mehr angetroffen habe, weil sie Angst hatten vor irgendwelchen sonderbaren Attentaten. Echt jetzt? Wann war denn das? 2016. Okay. Schau an, schau an. Okay. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Ich habe keine Angst, ich bin katholisch, habe keine Angst vor nichts und freue mich wahnsinnig auf die Wiesn und werde auch nicht mein Leben lang zu Hause bleiben, bloß weil irgendwelche Sachen passieren, die ich eh nicht verhindern kann. Und ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwo dabei sein werde. Ich glaube auch nicht, dass München jetzt so gefährdet ist wie Amerika oder andere Länder. Meine Meinung, wenn es auf Straße geht und überfahren wirst, kann da auch passieren. Meine ich ja, genau. Ja, dann wünschen wir uns, dass wir wieder gut durchkommen. Ja, hoffentlich. Danke dir. Gerne, Marco. Erzähl mal, was war dein schlimmstes Wiesnerlebnis? Schlimmstes? Ja, schlimmstes. Oh, da hat mir jemand was ins Getränk versucht reinzutun. Nein. Doch. Was für ein Zelt war das? Das war leider im Käferzelt. Was für ein Klischee irgendwie, oder? Ich habe es nicht gesagt. Aber du hast es dann nicht getrunken, hast du noch rechtzeitig mitbekommen? Nein, ich habe es Gott sei Dank rechtzeitig mitbekommen und ich habe einfach das Glas da stehen lassen und bin einfach zum anderen Tisch gegangen. Und so getan, ob nichts wäre. Und das Jahr Wiesn, wo trifft man dich? Dies Jahr wird man mich auf jeden Fall im Käferzelt wieder treffen. Und dann wieder ein Deckel auf der Mast wahrscheinlich. Mal schauen, mal schauen. Ja, danke dir, viel Spaß wünsche ich dir. Ich freue mich total auf die Wiesn, Oktoberfest, ich freue mich. Und das wird, ich hoffe, dieses Jahr wird es total bombastisch und alle haben gute Laune. Das hoffen wir alle. Jürgen, sag mal, was war dein schlimmstes Wiesnerlebnis? Mein schlimmstes Wiesnerlebnis war eigentlich ein Tisch voller Preisen. Das war wirklich unsäglich, aber selbst die haben wir unterhalten und haben wir wirklich in Wiesnstimmung gebracht. Erzähl mal, was ist bei den Preisen so schlimm gewesen, für die, die nicht wissen, was bei den Preisen so schlimm sein kann? Weil die etwas spaßfrei waren. Also die haben überhaupt keinen Humor gehabt. Die kamen aus der Hannover-Gegend und die waren irgendwo so, ja, einfach so absolut spaßfrei. Die haben sich reingesetzt und haben gesagt, also sie sind so eine Art Voyeure und beobachten das Ganze. Das geht nicht. Und das ist furchtbar. An einem Tisch, wenn du sitzt und du hast keine Unterhaltung, das ist blöd. Das stimmt. Sag mal, dieses Jahr, was erwarten wir von dir auf der Wiesn das Jahr? Dieses Jahr eigentlich relativ wenig, aber im nächsten Jahr sehr viel.
weil so viel sei verraten, es gibt auf der alten Wiesen nächstes Jahr ein neues Zelt und da mache ich die künstlerische Leitung. Und weißt du schon, was ungefähr geht oder ist noch alles ganz... Ja, es müsste aber schon sagen, also es geht um Volkssänger und es geht vor allem um die junge Volkssänger-Generation. Da gibt es einen ganz tollen Trend und es gibt wahnsinnig viele, die jetzt mittlerweile anfangen zum Singen. Und ich mache ja die Brettelspitze im Bayerischen Fernsehen und aus dieser Sendung raus gibt es so viele Impulse, dass es jetzt ein neues Zelt auf der alten Wiesn 2017 gibt. Ja, auf das freuen wir uns schon mal. Ja, wir uns auch. Also ich vor allem. Du sag mal, was war dein schlimmstes Wiesenerlebnis, Prinz? Mein allerschlimmstes Wiesenerlebnis war als Kind. Also mein Papa ist ja gerne im Biergarten und danach auch ins Bierzelt gegangen und hat uns Jungs mit 20 Mark quasi rumgeschickt, dass wir alles fahren dürfen. Irgendwann, es wurde schon langsam dunkel, kamen wir dann zurück. Da, wo wir unseren Papa eigentlich vorfinden sollten, der war nicht da. Und da war die Freude natürlich nicht groß. Er hat sich natürlich vergnügt bis in die späten Abendstunden. Wir irrten durchs Oktoberfest, heulend und suchend. Ja, das war das schlimmste Erlebnis. Wie hast du ihn wieder gefunden? Mein Handy gab es ja noch nicht. Damals gab es noch kein Handy, das stimmt. Nee, wir sind irgendwann wieder zurück und hat gesagt, ja, wo waren Sie denn die ganze Zeit? Aber mei, so lernt man auch alleine mal durch die Wiesen zu laufen. Dann wünschen wir, dass es dieses Jahr nicht passiert. Ja, ich hoffe auch, dass es nicht passieren wird. Angelina, sag mal, was war dein schlimmstes Wiesenerlebnis? Ehrlich gesagt war ich noch nie auf den Wiesen. Das ist ja auch cool, du hast gar nichts Schlimmes erlebt. Eben. Also praktisch. Aber wenn ich mal hingehe, bin ich gespannt, ob mich was Schlimmes erwarten wird. Aber ich glaube nicht. Hast du denn dieses Jahr einen Wiesenbesuch geplant? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Respekt nach dem, was alles so momentan passiert. Und überlege mir das dann zweimal. Aber ich glaube mal, so ein schönes Dirndl, wie du es heute an hast, das kannst du ja auch woanders auch noch austragen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin wirklich sehr glücklich mit der Auswahl meines Dirndls von Mangermeier. Und ich glaube, ich ziehe das heute auch nicht mehr aus. Ja, das, also ich sage mal auf jeden Fall, aber ich glaube, andere hätten es glaube ich anders. Ja, das kann sein. Florian, sag mal, was war dein schlimmstes Wiesenerlebnis? Mein schlimmstes Wiesenerlebnis war vor vielen Jahren nicht ins Zelt zu kommen. Dann sag mal, was für ein Zelt war denn das? Oh, das ist schon eine Weile her. Das muss bestimmt schon so 15 Jahre her sein. Und Edzard, was ist so dein Lieblingszelt? Hacker und Schottenhamel, weil die so nah nebeneinander sind. Da kann man immer schön Zelthopping machen. Ja, liebe Freunde von Monaco Deluxe, das war's von der Angermayer Trachtennacht hier aus der alten Kongresshalle auf der Theresienhöhe. Also so nah wie das Jahr war der Axel Munz noch nie auf einer Wiesn. Es war unheimlich schön, mal wieder zu sehen oder zu hören auch, was die Promis so auf der Wiesn erlebt haben. Wir sind gespannt, wer dieses Jahr die Wiesn neu erlebt oder wer sich ganz besonders aufführt. Wobei wir von Monaco Deluxe nicht vor Ort sind. Da gibt's ganz andere Sender, wie zum Beispiel Wiesengaudi TV, die euch jeden Tag von der Wiesn berichten. Und hat euch die Folge gefallen, dann lasst uns einen Daumen hoch da oder noch besser, hier draufklicken und abonnieren, dann verpasst du keine Folge mehr von Monaco Deluxe und wir sehen uns wieder bei einer der nächsten Folgen.